Matthias, ein Betroffener. Matthias, möchtest du uns deine Geschichte erzählen? Ich, oh Scheiße! Matthias, du sollst dich hier zu nichts gezwungen fühlen. Ich will ja reden. Wir wissen, dass es nicht einfach für dich ist. Kann ich noch ein Glas Wasser haben? Natürlich. Ja, danke. Also, es ist... Ich bin seit 3 Jahren... Seit 3 Jahren bin ich Mettwurst-abhängig. Matthias, warst du dir damals im Klaren darüber, worauf du dich da eingelassen hast? Nee, echt nicht. Das habe ich damals überhaupt nicht geschnallt, ne? Wie bist du denn mit dem Zeug in Berührung gekommen? Ja, das war, es war Februar 88, ne? Auf einer Fete, ne? Ein Kumpel hat mich dazu überredet. Ich meine, okay, ich hatte halt vorher schon mal rumprobiert, so die üblichen Sachen, ne? Okay, aber Mettwurst, ne? Mettwurst, das war mir echt immer zu heavy. Du hast es dann aber doch genommen. Ach, scheiße, ich weiß auch nicht. Es war an sich eine ganz normale Fete, ne? Wurde halt abgerockt, gesoffen, bisschen Dope geraucht, ne? Aber auf einmal stand da dieses Tablett da, ne? Voll mit Mettwurstbrötchen. Ja, und dann? Ach, der Winnie hat sich direkt eins eingefahren, ne? Und dann hat er gesagt, ich soll doch auch eins essen. Als ich dann nicht wollte, dann hat er gesagt, soll mich doch nicht anscheißen, ob ich ein Spießer wäre und so. Und da waren halt alle am Gucken, ne? Und dann habe ich gedacht, ey, du bist doch kein Wichser, ne? Und da habe ich halt eins gegessen, ne? Und es war ganz irre, weißt du, waren halt auch Zwiebeln drin. Zwiebeln, mein Gott. Ja, so fing's dann an, ne? Und seitdem läuft die ganze Scheiße, ne? Und kurz danach habe ich schon jeden Tag gebraucht. Matthias, du hast uns vor der Sendung erzählt, die Mettwurst hat dein Leben zerstört und du möchtest alle warnen, die glauben, durch Mettwurstbrötchen könnte man Probleme lösen. Matthias, hast du noch Freunde? Wenn du auf Mett bist, hast du nur Freunde, die auch auf Mett sind, ne? Ein Teufelskreis, ne? Ich kenne keinen, der für eine Schnitte mit Matt nicht alles und jeden verkaufen würde. Und deine Eltern? Oh, die finden mich scheiße. Matthias, was hältst du vom Ersatzwurstprogramm der Bundesregierung? Okay, ist okay, ist ein erster Schritt. Für Leute, die erst kurz drauf sind, ist es in Ordnung. Aber für mich ist der Zug abgefahren. Bei mir ist es so weit, dass ich das Zeug pur esse. Da ist es eh zu spät. Ich war schon 3-mal auf Entzug Leberwurst und so Scherze. Das hat echt keinen Sinn. Du meinst also... Absolut. Mettwurst. Das ist ein One-Way-Ticket. Matthias, ich frage dich jetzt mal ganz provokativ. Wenn ich dir jetzt hier in der Sendung ein Mettbrötchen anbieten würde, würdest du das dann essen? Ja, sicher. Danke, Matthias. Meine Damen und Herren, Sie sehen selbst, eine Gesellschaft muss sich fragen lassen, nach einer solch erschütternden Lebensbeichte, was sie einer solchen Entwicklung entgegenzusetzen gedenkt. Tausende verführter junger Menschen klagen an. Und solange schonungslose, raffgierige Metzger und Schlachtermeister ihren schamlosen... Ich hab was von Mettbrötchen gequatscht! Das war jetzt rein rhetorisch, Matthias. So läuft das nicht. Jetzt lass mich knallen heißen, dann ist nichts gebacken hier. Matthias, wir sind live auf Sendung. Wir reißen uns jetzt zusammen. Ich brauch Mett und Pfeife. Ich bin das heute Mittag. Ohne Stoff, ich komme auf Turkey! Meine Damen und Herren, Sie sehen selbst, was aus jungen Menschen wird, die in eine so schreckliche Situation in einem Rechtsstaat. Okay, stopp! Jetzt hört mal zu, ihr Säcke, gleich gehe ich wirklich an die Decke. Meine Geduld ist jetzt vorbei, ein Mettwurst-Dessert oder besser gleich 2. Ihr wisst doch ganz genau, wie ich's mag. Mettwurst, Zwiebeln, alles fein gehackt. Ihr tut besser, was ich will und sagt nicht nein, sonst hau ich den ganzen Schuppen hier kurz und klein. Ich hab euch doch erzählt, wie ich bin, wie ich heiße. Meine ganze Jugend war ein großer Kopf voll Scheiße. Meine Mutter schlug mich und mein Vater trank. Manchmal schlugen sie mich beide in den Wohnzimmerschrank. Und so zog ich in die Welt, keine Bleibe und kein Geld. Suchte Liebe und Verständnis, Wahrheit und Erkenntnis. Und gerade als ich dachte, das alles gibt es nicht, da sandte mir das Schicksal diesen Brot auf Strich.
spontan, ich bin so frei. Geh meinen eigenen Weg, doch die Mettwurst, die stinkt's dabei. Ich fand ein Mädel, träum ich voll, sie ist 30 und heißt Kerstin. Früher studierte sie Anthropologie und ist die Fleischerfachgehilfe. Wir brauchen keine Religion, wir brauchen keine Bibeln. Zum glücklich sein, ja, da braucht's ganz allein ein Hackfleischbrot mit Zwiebeln. Und nimmt mir einer mein Mett weg, kriegt er garantiert sein Fett weg. Wir fordern laut und klar verständlich, legalize the Mettwurst-Sandwich.